kommen wir nun zu der ersten Damenmannschaft. Es geht los mit der Nummer 12, die aber noch nicht da ist. Sie kommt aber später, ist zugesagt. Die Nummer 4, Samira Fromm. Mit der Nummer 6, Hanna Geiger. Mit der Nummer 8, Pia Hunholz. Mit der Nummer 9, Elena K. Mit der Nummer 11, Alina Lange. Mit der Nummer 2, Nathalie Schnell. Die Elisabeth Seidel ist nicht da heute, aber mit der Nummer 5, die Lea Theiss. Julia Wagner, Nummer 13. Mit der Nummer 14, Evis Sehemmer Hoferberg. Und dann haben wir noch mit der Nummer 10 die Mannschaftskapitänin Kirsten Zech. Und den Trainer Freddy Zech. Sina Zech. Die Sina Zech, Entschuldigung, mit der Nummer 7 habe ich vergessen. Ein Fauxpas, und gerade da habe ich mich doch so vorbereitet. Ja, hier haben wir sie nun, die erste Damenmannschaft. Leider, oder, werden wir später noch drauf kommen, ein wenig Gott sei Dank, abgestiegen von der Regionalliga in die Oberliga. Weil ich glaube, dass jeder Abstieg auch eine Chance birgt. Was für eine Chance, frage ich jetzt mal die Kapitänin, Kirsten. Gibt es eine Chance? Ich meine jetzt nach oben. Es gibt auf jeden Fall eine Chance. Wir haben für uns entschieden, dass wir die Oberligasaison dazu nutzen wollen, junge Spielerinnen zu integrieren. Mit dem Nachwuchs beim Volleyball ist das manchmal auch nicht so ganz einfach. Und junge Spielerinnen mit weniger Erfahrung lassen sich natürlich besser integrieren in der Oberliga als in der Regionalliga. Und genau die Chance wollen wir dieses Jahr nutzen und versuchen einfach uns breiter aufzustellen und dann am Ende gucken, was bei rauskommt. Also schon oben mitzuspielen, aber halt in dieser Breite, wie wir sie jetzt sind, mit 13 Spielerinnen, und versuchen da alle ihre Anteile bekommen. Gutes Stichwort, neue Spielerinnen integrieren. Deswegen, es war doch kein Zufall, dass ich das vergessen habe. Da steht eine neue Spielerin. Sag mal, er ist doch ein Schleifer, ne? Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, vielleicht. Ja, ich hab's doch gewusst. Ja, neu zu der Mannschaft gestoßen. Was hast du vorher gespielt? Vorher habe ich Bezirksliga gespielt. Und ich wollte gerne mich weiterentwickeln und was Neues machen und höher spielen dann. Das ist sehr lobenswert. Jetzt muss ich wieder gucken, dass mein Kopf einzieht. Ich gehe mal zu der Julia, die auch noch ein anderes Trikot anhat. Warum hast du denn ein anderes Trikot an? Mir hat die Farbe besser gefallen. Das ist einleuchtend. Nein. Also ich bin, so wie wir das gesehen haben, Libero oder die weibliche Form. Ich bin die Libera und mache genau das Gleiche. Ich bin klein und Spezialist für Abwehr und Annahme. Das hast du mir jetzt weggenommen. Du bist klein. Auch dich wollte ich fragen, wie kriegt man in der Körpergröße denn den Ball übers Netz? Muss ich ja nicht so richtig, ne? Ich denke, Volleyball ist immer rüber und wenn es geht, so hart wie möglich. Ja, aber erst nach dreimal. Erst nach dreimal. Und ich bin davor irgendwann dran. Also, ich glaube, ich habe noch nicht richtig verstanden, dieses Spiel.
Alina Lange. Komm doch einfach mal vor, sonst wird es schwierig hier mit der Schnur. Auch neu in dieser Mannschaft. Ja. Was hat dich in diese Mannschaft getrieben? Es war einfach eine große Chance, sich jetzt weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu sammeln, auch in der höheren Liga. Und wo kommst du her? Ich komme aus Velmar und auch aus der Bezirksliga. Velmar, meines Wissens auch, ein Traditionsverein im Volleyball. Und der Anreiz bei der TGW war höher? Ja. Die Aussage ist eindeutig, da brauche ich nicht weiter nachzubohren. Ganz hinten die Samira, da wollte ich eigentlich hin, ich komme da nicht hin. Kannst du mal ganz kurz nach vorne kommen? Dich kenne ich schon in dieser Mannschaft sehr lange. Wie lange spielst du hier schon? Bei Wählheiden, also ich habe mal beim KSV angefangen, der dann quasi später zu Wählheiden wurde oder von der Wählheiden übernommen wurde. Und das ist bestimmt schon, oh Gott, ich weiß es gar nicht, 18, 19 Jahre her. So lange kann man Leistungssport treiben? Ja, und dann war ich zwischenzeitlich bei Willemsö und dann Velmar und dann hat es uns doch wieder zur Wählheiden verschlagen, weil es da am schönsten ist. Dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Ja, ich gehe jetzt mal zum Trainer, wie ich gerade vernommen habe, zum Schleifer. Was bedeutet das, Schleifen beim Volleyball? Naja, erstens mal muss ich da widersprechen, das mache ich eigentlich nicht. Wir machen eigentlich ein ganz vernünftiges Training, ja. Es sind auch, wie der Dirk auch schon gesagt haben, Aufwand 6 bis 8 Stunden in der Halle. Und im Fitnessstudio, da halten wir uns athletisch fit, aber schleifen an sich so selber, dass man mehr oder weniger außer Puste ist und nicht mehr weiß, was man tut, wie das vielleicht Felix Magath mit Medizinbällen macht, das tun wir eigentlich nicht. Wir haben zwar auch solche Objekte, aber wir sind schon vor allen Dingen jetzt in so einer Phase, wo wir einfach mehr taktisch, individual taktisch arbeiten. Ein gutes Stichwort, Fitness First. Ich glaube, da seid ihr unterwegs, da könnt ihr trainieren. Genau. Ist ein Vertreter hier von Fitness First? Ja. Da ist er. An dieser Stelle herzlichen Dank für diese großzügige Unterstützung. Ja, jetzt möchte ich aber vom Trainer nicht hören, dass wir uns in dieser Saison stabilisieren wollen und dass wir eine gute Rolle im Mittelfeld spielen wollen. Ich will eigentlich ganz was anderes hören. Ja, ich weiß, was du hören möchtest, ja. Aber die Mädels sind, und das kennzeichnet auch diese Mannschaft, die sind alle relativ selbstständig und wissen eigentlich auch, was sie wollen. Und auch, was sie sollen, wollen, müssen, ja. Nein, wir wollen schon, vordringliches Ziel ist schon, dass wir erstmal diese neuen Spielerinnen integrieren und dass Spielerinnen, die letzte Saison, die schon in der Mannschaft waren, nicht so viel gespielt haben, jetzt zum vermehrten Einsatz kommen, also schon so eine breite Basis schaffen. Das ist das Erste. Nur bei der Aussage, die ich jetzt gerade getroffen habe, haben wir schon wieder eine große Bürde, denn bei der Umfrage der Oberliga-Mannschaften, wer Aufstiegsfavorit ist, von 10 Mannschaften haben 8 gesagt, die TG Wählheiden. Ja, das heißt schon, da haben wir schon so wirklich, da sind wir schon so ein bisschen wieder unter Druck. Das ist unser zweites Ziel. Ne? Aber das vorzügliche Ziel ist, dass wir eine breite Basis für jetzt nicht nur ein Jahr, sondern für mehrere Jahre mit dieser ja mittlerweile doch schon jungen Mannschaft haben. Und die, auch wenn da so einige lachen, ja, ist die Mannschaft stetig verjüngt worden. Und die Mannschaft zeichnet sich auch aus, dass sie eine gewisse Erfahrung hat, derzeit schwächere Spieler zu integrieren und dann langsam an die Liga heranzuführen. Ob das jetzt nur jetzt Oberliga ist oder in vorherigen Zeiten Regionalliga oder Dritte Liga, war das immer. Wir waren immer schwächere Spieler dabei, derzeit schwächere Spieler, die dann doch ganz gut reingewachsen sind. Junge Mannschaft ist ein gutes Stichwort. Ewis, junge Mannschaft, wie geht eine junge Mannschaft mit dem Druck um, doch von den anderen Mannschaften als Favorit dargestellt zu werden? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Wie soll man denn sowas beantworten? Also ich denke, wir haben einige erfahrene Spielerinnen in der Mannschaft und ich denke, das können wir eigentlich ganz gut weitergeben an die jüngeren Spielerinnen und dadurch ist das eine ganz gute Mischung halt eben und ich denke, wir können denen ganz gut helfen und andersrum ist genau auch dasselbe. Wir bleiben jung. Davon gehe ich fest aus. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der rechte Arm ist auch schon geölt. Also das kann schon losgehen. Ja,
auf jeden Fall. Also wir sind schon ziemlich heiß. Also wie gesagt, also würden schon ganz gerne ganz oben mitspielen. Halt. Und wie der Trainer auch schon gesagt hat, dass wir halt eben die Neuen integrieren, weil ich denke, das ist die Zukunft. Und ja, die etwas Älteren, so wie ich zum Beispiel, werden versuchen, halt die Jüngeren dann eben so gut wie möglich zu integrieren. Also das Wort Alter für dich in den Mund zu nehmen, würde ich jetzt nicht machen. Ich bin ja auch 17 erst. Ist noch sehr jung. Gehen wir mal zu jemandem, der noch jünger ist. Wenn man jung in die Mannschaft kommt, kann man nicht davon ausgehen, dass man ständig spielt. Das heißt, man steht hier und da draußen. Wie gehst du denn damit um, wenn du mal nicht auf der Platte bist, sondern draußen stehen musst? Naja, also man gibt sich ja, also man versucht im Training immer, sich zu beweisen und dann, wenn man auch mal aufs Feld kommt, so gut wie möglich zu spielen. Und man muss es halt akzeptieren, wenn man mit vielen erfahrenen Spielern in einer Mannschaft ist, dass man halt weniger spielt. Und wenn die Kirsten mal nicht zuguckt, dem Trainer auch ein paar Augen machen? Nee, ich denke, der Trainer, der Trainer ist da so professionell. Ich würde gerne noch was dazu sagen. Das ist ein Goldtraum. Dazu noch eine Stimme. Naja, gut, es ist ja nicht nur die Kirsten jetzt, jetzt ist auch noch die Sina da, die aufpasst. Richtig. Es wird ein Familienbetrieb. Aber ich denke, das wird der Leistung keinen Schaden zu tun. Wie ist das dann eigentlich, frage ich jetzt mal Sina, wie ist das eigentlich zu Hause, wenn die ganze Familie praktisch dem Volleyball verfallen ist? Gibt es auch andere Gesprächsthemen zu Hause? Ja, ziemlich viele andere Gesprächsthemen. Also was, die meisten Sachen bleiben in der Halle und manche nimmt man mit und dann ist es halt so. Apropos, die meisten Sachen bleiben in der Halle. Es ist ja nur eine Damenmannschaft. Erfahrungsgemäß, gibt es da hier und da etwas, das nennt man auf Deutsch Zickenkrieg? Also ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Die Trainerin, wenn sowas mal aufkommt, die Mannschaftskapitänin, wie geht die Mannschaftskapitänin damit um, wenn es mal so knistert? Tja, die Mannschaftskapitänin hat sicherlich dann die Funktion zu beurteilen, ist das was, was auch so wie es gekommen ist, wieder veräppt oder muss da das ein oder andere Wort drüber gesprochen werden? Und wenn die Entscheidung getroffen ist, dann wird das halt auch mal unter Umständen formuliert oder auch angesprochen, sei es im Training oder es gibt ja auch mittlerweile das super Medium WhatsApp, da kann man auch mal was loswerden in so einer Gruppe. Also es kommt einfach drauf an, es hängt ein bisschen davon ab. Ich glaube, dass sicherlich Frauen ein bisschen schwieriger sind in der Beziehung als Männer. Bei den Männern, wenn da irgendwie was ist, die sagen sich auch mal hier, nee, geht jetzt nicht und du, ne, du Depp, lass das und dann ist es gut. Das machen Frauen in der Regel nicht, sondern das geht dann erstmal über den einen oder den anderen, bis es dann den erreicht, den es vielleicht betrifft. Aber ich glaube, wir haben das eigentlich ganz gut im Griff. Also es ist für mich jetzt wieder lebenslanges Lernen. Ich habe heute Abend gelernt, Männer hauen sich was aufs Maul, wenn es drauf ankommt. Und Frauen arbeiten mit WhatsApp. Sozusagen. Ja. Der Trainer. Fredi, wie lange machst du das eigentlich schon? Das willst du wirklich wissen, ja? Also ich habe die Frage habe ich ja fast erwartet. Also Trainer bin ich 38 Jahre. Und in der TG Wehlheiden, also ich habe das mit 18 Jahren angefangen als Spielertrainer. Und dann wechselnde Station in der TG Wehlheiden, haben wir, glaube ich, gestern darüber gesprochen, bin ich, glaube ich, 23 Jahre. Das müsste dann auch der Wechsel gewesen sein vom KSV zum zur TG Wehlheiden. 38 Jahre, ich habe gerade überlegt, wie alt ich bin. Da war ich noch ganz jung, als du Trainer wurdest. Ja. Das ist ja, oh je. Aber es macht immer noch Spaß. Ja, es macht immer noch Spaß, wobei man sagen muss, manchmal fragt man sich, ob man noch was anderes machen kann, als sich so da dreimal in die Halle zu stellen in der Woche und Wochenende wegzufahren und so. Allerdings haben wir ja auch diese Saison was umgestellt. Ja, also ich bin jetzt entlastet worden. Das heißt, die EWIS hat sie auch noch nicht gesagt, die wird mich unterstützen dabei. Die wird also ein Training übernehmen, wird so ein bisschen an der Nachwuchsarbeit ein bisschen feilen. Ich stelle mich einmal eine Woche weniger in die Halle. Und was die ein oder andere Spielerin auch macht, die bei uns ein bisschen älter ist und sagt, okay, wir wollen dem Nachwuchs nicht nur über das Spiel eine Chance geben, sondern auch im Training. Und dann kann man das jetzt auch schon, ich will jetzt sagen, ertragen, dann macht es auch wieder Spaß. Wobei, man hat schon wieder immer so Phasen, dass man sagt, naja, ich will
ich habe gar nicht keine Lust mehr, ja, und dann, da sagt man sich fast noch eine Stunde, wenn man so 4 Wochen hinter sich hat. Ich kann auch nicht ohne. Ja, genau, man kommt dann in die Halle rein und sieht dann diese netten Mädels, ja. Damit ist meine nächste Frage schon erledigt. Ich wollte nämlich gerade fragen, wie man das dann so lange mit einer Mädchentruppe aushält. Aber das scheint geklärt zu sein. Evis, stellvertretende Trainerin. Also der Einstieg, ich komme jetzt mal ein bisschen näher so, wenn der Freddy neben dir steht, und so langsam rauszuschubsen oder wie? Naja, so ein klein wenig schon, ich denke. Nein, nicht wirklich. Also es geht darum, dass ich aus dem Feld geschubst werden muss langsam. Dass ich dann halt eben auch in dem Bereich ein bisschen was mache und dem Freddy einfach zur Seite stehe und wie gesagt nochmal die Jugenden noch ein bisschen unterstütze. Und ich denke, das ist eine ganz gute Aufgabe und so können wir eine ganz gute Mannschaft halt für die nächste Saison eigentlich an den Start schicken. Und von daher denke ich, das ist eine ganz gute Sache. Danke. Aber ich glaube nicht, dass du aus der Mannschaft geschubst wirst. Also das von der Leistung her kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen, ohne dass ich da jetzt auf den Trainer näher eingehen will. Jetzt aber raus und ehrlich. Das Ziel. Ja, oben mitspielen. Wenn wir es hinkriegen, wollen wir aufsteigen. Ne? Das ist, man sagt immer, ich sage immer so vorderes, also sich nicht vorderes Mittelfeld, das ist ja Unsinn, also oberes Drittel, ja. Und letztendlich, wenn man dann da steht, ja, wie die Mädels auch sagen, sind heiß und das Spiel ist da, ne, dann wird es schon kritisch mit, von wegen, naja, ich will nicht sagen mit Integration, aber da will man natürlich auch gewinnen. Ich denke, das wissen die Mädels auch, aber wir wollen halt trotzdem übers Training und über diverse Spiele halt sagen, sie sollen alle spielen, ja. Aber wenn wir, bevor wir da irgendwie jetzt die Hälfte der Mannschaft dann nach der Saison irgendwie frustig ist, weil sie nicht gespielt hat, das wollen wir also jetzt in dieser Saison nicht. Das ist ganz bewusst so angelegt gewesen. Wir haben uns ja zusammengesetzt nach dem Abstieg aus der Regionalliga. Ja, viele sind, ich auch, zum ersten Mal in meinem Leben abgestiegen, viele anderen auch. Und das muss auch erstmal verkraftet werden und dann muss man sich neue Ziele suchen. Ja, und auch die anderen, die neu dazugekommen sind, die haben es auch verdient, eine entsprechende Chance zu bekommen. Dankeschön. Jetzt an den Techniker. Du hast gar kein Trikot an. Nee, ich bin ja auch kein Spieler. Trotz Familienmitglied kein Volleyballspieler? Nee, ist nicht meins. Eine ehrliche Aussage. Aber hältst du zu Hause gut durch, ne? Ja, muss ja. Okay, ja, schönen Dank an die beiden Mannschaften. Wir haben also gehört, die erste Männermannschaft versucht sich in der Oberliga festzusetzen. Irgendwo im Mittelfeld, im guten Mittelfeld, wenn es geht. Ambitionen nach oben eher weniger artikuliert. Die erste Damenmannschaft will sich nicht im Mittelfeld festsetzen, sondern will im oberen Drittel mitspielen. Und wenn dann die Chance sich ergeben sollte, ne, ich denke so an Dortmund, die sagen das auch immer, wenn wir dann im vorletzten Spieltag mit 10 Punkten Vorsprung an der Spitze stehen, ja, dann sagen wir auch, wir wollen Meister werden. Ne? Sei es euch gegönnt. Herzlichen Dank. Nochmal an die anwesenden offiziellen Sponsoren und Gönner. Meine Bitte ist, und das auch nach draußen, tragen, unterstützen Sie, unterstützt die Mannschaften. Sie haben es verdient. Ich gucke mir einige Spiele an. Das ist wirklich ein Hammersport. Da steckt einiges dahinter. Und Sie sind es wert, dass Sie dann auch die entsprechende Unterstützung bekommen. Und so wie ich euch kenne, ist auch eine Kleinigkeit immer herzlich willkommen. Vor allen Dingen aber die Zuschauer. Mal wieder so 100 oder 150 Leute in der Halle zu haben, ich denke, das spornt an. Sei es euch gegönnt. Gut, ich begrüße jetzt nicht alle Sponsoren namentlich. Obwohl ich es jetzt schon bald kann. Vertreter von Firma Kammergarz, Achim Herwig, blinzelt mit den Augen, ein Gönner. Und dann, ja, er möchte gerne Buffy genannt werden. Ich stelle ihn aber mit einem normalen Namen erstmal vor, das ist der Winfried Künzel, Bäckereibetrieb am Rhönplatz, sehr zu empfehlen, hervorragende Backwaren, kann ich nur wirklich nur empfehlen. Hat sich nicht lumpen lassen
und hat der Damenmannschaft auch etwas zur Verfügung gestellt. Das wird dann in Kürze auf dem Platz zu sehen sein. Ich habe mir sagen lassen, insbesondere die hintere Partie sollte man sich ansehen. Das heißt, wenn man in der Halle ist, als Zuschauer vielleicht ein bisschen versetzt, ja. Und dann wird es noch interessanter, als es eh schon ist. Dafür herzlichen Dank, ganz offiziell. Und der Buffy hatte sich nicht nehmen lassen und hat für heute Abend die Speisen vorbereitet, die es dann gleich draußen gibt. Teilweise, glaube ich, auch von der BKK mitgesponsert. Und im Wesentlichen vom Verein. Das sehe ich richtig, an die Offiziellen der TGW. An Schatzmeister. Er nickt. Falls das Problem nicht gelöst war, ich schaue, jetzt ist es gelöst. Er hat genickt. Okay, dann möchten wir jetzt den offiziellen Teil beenden. Alle sind herzlich eingeladen zu einem kleinen Imbiss, zum Networking, so wie es neudeutsch jetzt heißt. Ich wünsche noch einen schönen Abend und anschließend kommen Sie gut nach Hause, kommt ihr gut nach Hause und euch viel Erfolg in der nächsten Saison. Danke.